Hallo und herzlich willkommen beim Code for Space Online-Kurs. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid und uns auf unserem Weg ins All begleitet. Mein Name ist Carmen Köhler. Und ich bin Susanna Randall. Und ich bin eine der Jurorinnen vom Code for Space Wettbewerb und freue mich deswegen ganz besonders auf die Einsendungen der Kinder. Ich bin wirklich gespannt. Und wie ihr schon sehen könnt, bin ich auch Astronautin. Und zwar bin ich Astronautin noch in Ausbildung. Ich trainiere zusammen mit meiner Kollegin Insa Thiele-Eich in der privaten Initiative Die Astronautin. Und Die Astronautin hat sich nicht nur zum Ziel gesetzt, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Nein, wir wollen auch Mädels und junge Frauen für MINT-Fächer begeistern. Genau, denn so ein cooles Projekt braucht natürlich auch ein cooles Bildungsprojekt. Und das darf ich leiten, zum Glück. Und außerdem bin ich auch noch Astronaut Support, das heißt, ich darf Insa und Susanna auf ihren Abenteuern begleiten. Und eigentlich wollten wir bei Roberta, beim Frauen vor IAS, heute drehen, aber wir sind im Wohnzimmer gelandet bei mir. Corona lässt grüßen. Genau, aber so musste keiner in Zug und das sind zwei Haushalte zusammen. Genau, und ich glaube, jetzt gerade in der Corona-Zeit merkt man auch, wie wichtig Digitalisierung eigentlich geworden ist und warum dieser Wettbewerb und einfach die Tatsache, dass wir Kinder schon ganz früh mit Technologie und Programmieren vertraut machen wollen, warum das gerade so wichtig ist. Also wir haben das heute selber festgestellt. Wir haben unser Team jetzt virtuell dazugeschaltet. Wir nehmen uns mit drei Kameras auf drei Laptops und mit Handy auf. Also man sieht, Technik, Digitalisierung, auch das Programmieren, das Umgehen mit der Software wird einfach immer, immer wichtiger. Und es ist einfach total wichtig, dass man da schon in der Primarstufe ansetzt und eben den Kindern jeweilige Berührungsängste einfach nimmt. Also ich kann das auch selber, ich bin inzwischen Wissenschaftlerin, inzwischen programmiere ich auch gerne und viel, aber am Anfang meiner Laufbahn wurde mir plötzlich gesagt, ah, du musst jetzt was programmieren. Und ich so, oh Gott, was tue ich? Programmieren, das war was für mich, für irgendwelche Nerds, die im Keller dunkel sitzen und den ganzen Tag nichts anderes machen als programmieren und total kompliziert. Und heute ist das aber gar nicht mehr so. Und deswegen freue ich mich total, hier beim Code for Space Projekt mitzumachen, weil wir mit der super einfachen OpenRoberta Software, dem Calliope Mini, einfach ein spaciges Projekt haben, das sich total leicht realisieren lässt. Genau, kinderleicht ist es auf jeden Fall und wir zeigen euch nämlich auch genau wie. Wir nehmen euch echt an die Hand und führen euch durch die Landschaft durch, durchs Open Roberta Lab, durch erste Fingerübungen mit dem Calliope Mini. Und wir erzählen natürlich auch total viel über den Wettbewerb, zeigen euch zwei total spannende Projekte und überall kommt natürlich die Space-Komponente dazu. Susanna wird uns ganz spannende Sachen erzählen über das Leben auf der Internationalen Raumstation und wir sind total gespannt. Ja, wir setzen total auf Faszination Raumfahrt, einfach weil wenn man den Kindern sagt, hey, jetzt lernt man programmieren, sagen die vielleicht, warum soll ich programmieren lernen, das ist auch total langweilig, was will ich damit? Aber mit diesem Raumfahrtthema, denke ich, sind die Kinder einfach begeistert. Weil welches Kind wollte nicht schon mal Astronaut werden und in den Weltraum fliegen? Welches Kind hat vielleicht auch nicht schon mal an einer eigenen Rakete getüftelt und wollte sie in den Weltraum schicken? Und bei unserem Wettbewerb wird es vielleicht nicht die eigene Rakete, aber zumindest kann das eigene Projekt der Kinder in einer echten Rakete bis auf die internationale Raumstation fliegen und dort im Weltraum auch von mir oder von Insa ausgeführt werden. Genau, denn es klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Und deshalb freuen wir uns, dass ihr uns begleitet auf unserer Reise ins Weltall und sagen deshalb, Lift off!